Und hiermit machen wir uns zurück, Leute. Wir machen drei Sprünge zum Reichtum. Sammle auf deinem Weg zum Ziel Münzen ein, indem du geschickt den Dreisprung einsetzt. Sehr schön. Und soll sehr leicht sein. Also. Das war der Dreisprung, den ich so einsetzen sollte, wie immer. Okay. Gut. Viel später. Danke, Mario. Aber so schwer sollte das nun jetzt nicht sein. Wir müssen garantiert alle Münzen einsammeln. Und ich denke mal nicht, dass es die 3 Stunden dauern wird, die ich sonst immer ein Level hänge. Hoffe ich. Okay. So. Was? Ich habe die letzten garantiert bekommen. Garantiert. Okay, wir machen gleich nochmal. 84 München. Ja. Das sind 84 München. Das ist mein Highscore. Nur Silber. Weil wir die beiden letzten nicht gekriegt haben. Okay. Okay. Ja, neue Herausforderung. Wir werden das aber jetzt erstmal machen. Gut. Geht doch schon ab. Okay. Und damit haben wir es geschafft. Okay. Das würde ich sagen, das war die Gold für die erste. Und damit melden wir uns beim nächsten Mal zurück. Wieder über Mario Bros. U. Nein, natürlich nicht. Challenges. Okay, 86. Man kann hier leider keinen höheren Highscore machen, als man den man hat. Ne? Deswegen würde ich sagen, wir machen einfach weiter. Und man kann auch keine bessere Zeit haben oder so. Oder doch, eine bessere Zeit geht vielleicht schon. Berühre den Peachite und sammle alle Münzen ein. Achtung, Ende der Effekt des Peachite endet die Herausforderung. 52 Münzen sind da. Okay. Okay. Das war ziemlich gut. Nicht. Ja, ich weiß aber, wie ich es machen soll. Aber Silber ist immer drin. Silber ist ziemlich leicht bisher bei den ersten. Wowie. Okay. Mario, du freust dich. Ich freue mich ja auch. Okay. Ja, mehrere Herausforderungen. Ich weiß. Anfangen. So, mit sowas weiter. Was? Ich bin gesprungen. Es hat eh nichts gereicht. Aber irgendwie schaffe ich es nicht, von dem P-Switch zu springen. Ich weiß auch nicht, wieso. Aber ich glaube, ich soll es mal ein bisschen ruhiger angehen lassen, als statt so. Oh, ich muss alles perfekt machen, man. Ich muss alles so perfekt machen. So wie jetzt gerade eben die ganze Zeit. Okay. Ich muss. Und so geht es dann. So geht es theoretisch, wenn ich bloß noch den oben erwischt hätte. Und dann wäre es auch ziemlich leicht. Es ist auch ziemlich leicht, weil es ja ein Stern ist, aber okay. Highscore verteidigt. So. Den Highscore werden wir auch irgendwie knacken. So. Was soll das? Was mache ich da für einen Schrott? Ah! Fuck! Aber wir haben übrigens 51. Okay. Es geht schon besser. Es geht leichter und besser, wenn ich es besser mache, ne? Neuer Highscore. Gut. Wir sollten aber schon in diesem 15 bis 20 Minuten Part, weil das muss ich mir auch mal gönnen, anstatt dieser 1 Stunde Parts die ganze Zeit, schon 3 Level schaffen. 3 Level, habe ich gesagt.
Okay. Zum Glück muss man auf dem Boden landen, damit das zählt. Mann! Nein! Ich möchte bitte... Warum kann ich nicht auswählen? 51 gleich wieder wiederholen? Nein, geht nicht. Scheiße. Ich kann dir nicht so schnell reagieren. Warum ist Mario eigentlich in dieser Ansicht so pixelig? Mann, es wird eh ein Gold. Was denkt ihr denn? Ich muss da überhaupt keine... So. Damit haben wir es geschafft. Yay. Und mit Zuhause ist auch gut mit Gold, man. Yay. Wowie. Gold. Gold. So. Gut. So, machen wir gemeine Piranha Maxima. So, ach, sobald du mir jetzt... Ah. Ich darf keine Münzen sammeln, aber dafür habe ich unendlich Zeit, oder? Ne, ich habe 200 Münzen. So, einfach hier rüber. Geh weiter. Weg. Okay. Da, 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 da. Was soll das? Warum sind da plötzlich Münzen? Ich muss rennen, ne? Ich muss rennen. Fuck. Ja, Koopa! Was machst du da? Einfach mal rumtanzen. Na klar. Natürlich. Ist ja auch sein Ziel. Da muss ich warten, oder? Da kann ich nicht rüber. Okay. Okay. Ach so, das zählt auch dazu. Was? Hier ist schon das Ziel? Okay. Dann ist es ja ziemlich leicht. Weil ich habe ja nur, weil ich runtergefallen bin, aber... Yay. Hm, ist ja nicht schwer. Ist überhaupt nicht schwer. Ja, neue Herausforderung. Und machen wir nochmal. Ich glaube, 4 sollten für diesen Part reichen. Dann wird er halt auch nur 10 Minuten lang. Aber es ist doch vollkommen egal. So. Okay. Nein! Ach so. Ich darf da auch nicht warten. Da muss ich rüberspringen dann mit einem Dreisprung oder was auch immer. Da muss ich natürlich warten. Da kann ich nichts anderes. Und da kann ich auch mit so einem schönen... Und damit haben wir es auch geschafft. Ach, yay. Das ist doch schön. Leicht und all sowas. Das finde ich übrigens leichter, als alle Münzen zu sammeln. Bis jetzt. Also diese eine Challenge war ziemlich leicht. Kommt vielleicht noch eine Einser oder wenn jetzt eine Zweier kommt, weiß ich nicht. Jetzt kommt eine Zweier, dann machen wir eine Zweier noch. Capre Lakitos Wolke und setze sie ein, um so viel Münzen wie möglich zu sammeln. Okay. Lakitos Wolke zu vermieten. Ja, was soll ich denn machen, wenn er links spawnt und ich erstmal nach rechts gehe, weil ich dachte, es wäre rechts. Außerdem ist es eine ziemlich komische Steuerung, wenn Mario plötzlich so klein ist. Warum auch immer Mario jetzt so nicht hochgesprungen ist. So. 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 Ich kann nicht steuern. Ich kann nicht steuern. Was soll das? Jetzt weiß ich, warum sie zwei Sterne ist. Lakito töten ist ziemlich leicht. So. Neuer Versuch. Ich mache jetzt wirklich nur Gold. Versuche ich so gut wie möglich.
Sieht ja okay, ganz okay aus. Na okay, das war schon falsch. Ich muss wirklich alle kriegen. Ohne irgendwas. So. So. Warum hat plötzlich so wenig? Ah, fuck. So. Ja, es klappt locker, so wie ich es mache. Was? Das war schon... Ah! Es war schon Gold. So. Warum sagt mir keiner, dass ich nicht alle Münzen brauche? Oh mein Gott. So schlecht. So schlecht. Oh fuck. So. Okay, 145 reicht mir. Okay, das waren eigentlich insgesamt 149. Komische Zahl, aber okay. Hammer Gold. Ich möchte jetzt nicht den perfekten Run, aber okay. 145 hört sich als gute Zahl an. Und ja, damit würde ich sagen, das war's für diesen Part mit den ersten Münzsammlungen. Und ihr seht schon, die erste hier sind schön Gold. Ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn es heißt, wir spielen nicht Super Mario Bros. U Münzsammlung. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.